Beim letzten Mal wurden wir eingesperrt in den Cooper Bro Castle, aber mit Bombette können wir nun die Wände wegsprengen und so konnten wir auch fliehen. Sie ist nämlich jetzt seit neuem dabei, sie war nämlich auch eingesperrt und wir konnten ihr zeigen, wie sie ihre Kraft nützlich benutzen kann. Und apropos nützlich, ein Rabattorden kann man hier finden. Für verbrauchte Items werden einige Münzen zurückerstattet. Ziemlich nett, aber... Ich muss kurz warten, bevor ich ins Menü gehen kann. So, ich glaube aber, dass sich das nicht lohnt, weil das so viel ist. Ah, hier ist nur einer. Ja, wisst ihr was? Mach ich's mal. Wir haben sowieso ein paar Items, die wir noch gebrauchen können, noch benutzen können. Und das Geld kann man dann wiederum auch benutzen, um dann wieder mehr Items zu holen. Win-win. Zumindest das erste. So, bevor wir aber gleich gegen die Koopas antreten, möchte ich erstmal noch gucken, wie wir weiterkommen. Ich habe schon direkt rausgefunden, wie wir weiterkommen. Wir müssen ja uns den Weg freisprengen, aber uns nicht treffen lassen von den Gegnern. Jetzt müssen wir unnötigerweise kämpfen. Da haben wir die letzten Schlüssel, perfekt. Aber ich bin noch nicht fertig hier. Sieht nämlich noch danach aus, als könnte man hier noch ein bisschen mehr erreichen. Warum ist hier eigentlich ein Riss? Na, trifft das? Trifft das? Ja, es trifft. Warum ist hier ein Riss? Man kann doch einfach von der Seite da rechts reingehen. Das haben wir auch schon gesehen. Seltsam. Naja. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ich glaube, da müssen wir irgendwo einen Schalter für aktivieren. Hier oben war noch ein Schalter. Genau, da oben ist ein Schalter. Kommt man da vielleicht von oben hin? Da hat uns jetzt gerade gezeigt, der Cooper, wie man da eigentlich sonst hinkommt. Okay, keine Ahnung. Vielleicht kommen wir doch gleich erst hin. Jedenfalls... was, von da kamen wir, ne? Wir wollen nach unten. Oder kamen wir von hier? Ich bin gerade total orientierungslos. Hier war das Gefängnis, genau. Hier haben wir uns von befreit. Und hier rechts war, glaube ich, noch ein Weg, wo man weiter kam. Oder war das... Oh, war das oben? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ne, ich glaube, hier geht's weiter. Oh, dass die... Das wundert mich jetzt aber, dass das Feuer nicht direkt die Bombette zum Explodieren bringt. Wundert mich. Nee, es war nur für den Schlüssel. Nee, dann war es oben. Dann sehen wir uns oben wieder. So, somit müssten wir hier oben weiterkommen, ne? Ja, jetzt haben wir nämlich... Ah, verdammt, da war noch ein Gegner. Den haben wir nicht besiegt gehabt. Und den werden wir auch jetzt nicht besiegen. Fliehen! Müssen wir weg! Das Icon oben. Sieht so albern aus. Hier oben war... Ja, danke, danke, mein ganzes Geld. Ja, danke, danke. Hier oben war noch ein Schloss. Perfekt. Einsetzen. Und hindurch. Ah, okay. Ich habe mich schon gefragt, wann wir hier hinkommen würden. Endlich. Oh. Das kann nur Cooper. Mit ihm sollten wir auch überhaupt hier hinkommen. Bam. So, macht das Sinn, dass wir ihn hier benutzen müssen? Wow. Ah, und jetzt kam auch der Hinweis letztes Mal, dass wir Bombette benutzen können, um zeitversetzt Schalter zu aktivieren. So, wir gehen erstmal direkt rüber. Sie macht Bumm. Ah, das ist wirklich cool. Und sie spawnt auch direkt bei uns. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber sie macht es auf jeden Fall. Ich will kurz ihre Beschreibung durchlesen. Die hitzköpfige Bombette war eine Gefangene in der Festung der Cooper-Brüder. Und sie kann manche Wände und Felsen sprengen. Genau. Dann wechseln wir direkt wieder zu Cooper. Und benutzen ihn. Bonk. Yeah. Scheinbar macht es ihnen da nichts aus, so benutzt zu werden. Ich hoffe, ich kann ihn nicht runter, weil ich nach unten drücke. Zumindest sollte ich es nicht provozieren, nicht ausprobieren. Triffst du? Ja, trifft. Perfekt. Ich glaube, würden wir jetzt direkt auf einer dieser Plattformen stehen, wenn wir runterfallen. Sollten wir also nicht provozieren und auch nicht riskieren. So, sind wir jetzt da? Ach, noch mehr Gegner. Bonk, du machst es runter. Richtig? Ja. Alles bricht so. Aua! Vor meinem Kopf! Aua! Hast du ein Leben verloren? Verdammt. Ich brauch sowieso noch einen Schlüssel. Ja, okay. Gucken wir uns hier unten noch ein bisschen weiter um. Warte mal einen Momentchen. Komm mal her, ich tippe dich direkt zu mir. Bumm. Hier ist was. Ach, der Schlüssel. Ja, perfekto.
Perfekt, da brauchen wir jetzt gleich weiter machen. Also brauchen wir jetzt gleich weiter unten umschauen. Können direkt zu den Koopa-Brüdern, die müssen sich hier befinden. Habe ich recht? Wo seid ihr, hä? Das Schloss ist nicht mehr so groß. Na, vielleicht chillen die ja da unten im Wasser. Die sind nur normale Koopas. Aber wäre lustig gewesen. Die haben Angst. Was passiert hier? Wir passieren hier. Wir gehen jetzt dran vorbei. Und die haben Angst. Jetzt haben die keine Angst mehr. Nein! Vor allem nicht gegen Mario. Aua! Ihr habt es so gewollt. Ihr habt es so gewollt! Bonk! 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 Tot! Das ist ein sehr geiler Orden. Ich glaube, den werde ich öfter benutzen. Und du machst direkt den Body Slam. Oh. Ich hab's verwechselt. Ich dachte, ich muss spammen. Das war bei der anderen Attacke. Whoops. Whoopsie Daisy. Das war mein Fehler. Passiert. Oh, ich. Ach Gott. Ein guter Treffer, Mann. Bonk. Ja, der Angriff ist okay. Spam kann ich halt sehr, sehr gut. Deshalb bin ich halt viel besser. Vor allem kann ich gut spammen, weil ich mit dem Pro-Controller spiele und nicht mit dem richtigen N64-Controller. Ich bin kein Alien, sorry. Auch wenn ich mit dem groß geworden bin, genau. Dennoch mag ich den nicht. Kann ja jeder sehen, wie er will, aber weiß ich nicht. Bin ich kein großer Fan von. Da spiele ich lieber mit den meisten anderen. Ja gut, wo gehe ich jetzt lang, ne? Oh, hier ist ein Orden. Der Bob-Omb bewacht ist. Na gut, Bob-Omb. Ich habe auch selber ein paar Bob-Ombs bei mir, die dich das Fürchten lernen werden. Schau dir das an. Boom! Naja, okay, das hätte ich erwarten können. Meinetwegen. Ah, Mist. Na, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber was soll ich machen? Ja, und der trifft mich jetzt, oder? Das kann man halt nicht abblocken. Doch, kann man! Was? Ich hab's gerade geschafft. What? Muss man früher drücken? Vielleicht muss man früher drücken. Ah, eine Feuerbombe. Nice. Und wir kriegen einen Schlag-T-Orden. Erhöht Maris Hammerangriffskraft um 2. Können wir aber nicht auswählen, oder? Der kostet nur 2? Er kostet nur 1. Perfekt. Rabatt raus. Schlagt hier rein. Perfekt. Das gefällt mir. So. Mach die Leiste mal weg. Sind wir da? Oh, wir sind auf jeden Fall draußen. Wow. Noch ein Tower? Oh, da sind wir. Sieh an, Mario, ich hätte nicht darauf gewettet, dass du es bisher schaffen würdest. Pff, hör auf, so süffisant zu grinsen. Du hast uns überrascht. Glaub mir, wir werden mit dir den Boden erfischen. Wir sind cooler als Eis. Das glaube ich dann nicht. Jaha, Jungs, Feuer frei! Oh oh. Kugelwillis! Gumbario, wir brauchen dich. Du musst mir gleich beim Scannen helfen. Oh, warte mal. Hier. Ja. Kann ein Bombett das kaputt machen? Probier's mal aus. Die Musik ist cool. Es ist ein Remix aus dem Airship-Film aus Mario Bros. 3. Ein Item! Ahornsirup. Sehr nice. Ich glaube, das füllt komplett BP auf oder so. Glaube ich. Ungefähr. Versuch auszuweichen. Versuch gescheitert. Ach, die sterben sofort? Was zur Hölle? Na, das ist ein Kugelwilli, ein Kamikaze-Pilot. Wenn du Kugelwillis nicht schnell genug ausschaltest, rammen sie dich und explodieren. Maximal KP 2, 2 Angriffskraft, keine Verteidigung. Ich meine es ernst, Mario, diese Kerle können uns ganz schön zusetzen. Wir müssen sie beseitigen, bevor sie eine Chance haben, uns zu beseitigen. Hm, da hast du einen Punkt. Dann... Bam! Wie er weint. Wie so ein Kirby-Gegner. Alter, da war 2 Schaden, ne? Ist wie ein Bob-Omb, nur schneller. Da
Das ist nicht unbedingt sehr vorteilhaft für uns. Nein! Hier kurz chillen. Oh, wir können hier heilen und speichern. Oh, danke, Spiel. Sehr lobenswert. So, kann man kurz ein Like da lassen. Perfekt, weiter geht's. Komm, schieß ruhig. So, und jetzt greifen wir die Kanone an. Oh, oh. Okay, Hammer bringt nichts. Hammer bringt nichts. Okay, dann sagen wir doch mal direkt mal, was ich tun soll. Das sind Willi-Blaster. Es handelt sich dabei um Kanonen, die Kugelwillis abschießen. 4 KP, keine Angriffskraft und eine Verteidigung. Sie werden uns nicht direkt angreifen, aber sie werden nicht aufhören, Kugelwillis auf uns abzufeuern. Es wäre effizient, sie alle gleichzeitig anzugreifen. Du kannst sie aber auch nacheinander bekämpfen. Okay, alle auf einmal wäre besser? Wer könnte denn... Cooper könnte alle auf einmal angreifen. Ja, Cooper wäre die schlaue Wahl, glaube ich. So, ich dachte, ich muss kontern, ja, nee. Oh, das ist nervig. Oh, das ist super nervig. Nein! Das mache ich hier nicht mit! Feuerblume! Wie auch immer wir die platzieren können. Bam, 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 bam. Oha, wie viel! Oh. Ja, und jetzt nochmal der Power Panzer! Bam! Die sich immer drehen. Oh, die geben mir Erfahrungspunkte, du. Schön. Eck mit euch. Wir haben kein Zuhause mehr. Haha. Warte mal, wir sollten vielleicht jetzt auch noch mal heilen. Das wäre tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also, ich meine ja nur. Wenn das sowieso hier kostenlos ist, dann nehmen wir das auch an. So, ich vermute, wir müssen jetzt kämpfen, oder? Wer sieht uns da schon? Seid ihr bereit? Hey, Melanzano, was machst du denn? Beeil dich, Mann! Schwing die Hufe! Ah, mein Panzer, geh runter! Warte, warte mal! Wow! Oh, beim Bart des Citronella, was machst du da? Das sieht total bescheuert aus! Okay, warte. Okay, ich bin bereit, Pomodoro. Endlich. Los geht's. Und seht immer cool aus, Jungs. Ja! Wow. Paper Bowser? Oder Papp Bowser? Ich habe schon auf dich gewartet, Mario. Buahahaha. Ich bin der Stärkste und Coolste. Sieh die Macht des großen, bösen König Bowser. Es ist Zeit, deine närrischen Ideen aus dir herauszuprügeln. Prinzessin Peach retten. Oh, ich bitte dich. Pass auf und weine. Oh, okay. Gut, Mario. Bevor ich jetzt irgendwas mache, sag mir mal, was bin ich sehend? Bowser? Sieht ein bisschen lahm aus. Ich meine, lahm ist er sowieso, aber... naja, maximal 10 KP, denke ich. Eine Angriffskraft, eine Verteidigung. Sieht Bowser wirklich so aus? Ich habe ihn viel furchterregender in Erinnerung. Oh, oh. Aua! Von so einem Klapser gegeben. Hahaha, ich bin unbesiegbar! Du bist machtlos gegen mich! Ist das so, Kumpel? Ist das so? Ich glaube, ich bin da anderer Meinung, Kumpel. Machen wir mal die Bombe. Haha, wie schmeckt dir das? Ach Mist, weiß nicht, weil ich das blocken muss. Was ist los mit dir? Das macht ja gar keinen Spaß. Du kannst mich nicht mal ankratzen. Sag das lieber nicht, Freundchen. Bam! Hä, was, das geht nicht? Nur Explosionen funktionieren? Na gut, wenn das so ist, nur Explosionen! Oh nein. Ach, ich hab doch gedrückt! War es voll gehört! Oh, haha, du Schwächling! Ich kann nicht aufhören zu lachen! Mario denkt wirklich, dass wir König Bowser sind, der Idiot! Psst, Mario könnte uns hören! Wen hören? Was du meinst? Hö, was, auf mich? Ach so, das ist... Ach, das muss ich einsetzen. Den Ort muss ich erstmal einsetzen mit einem BP. Dann, okay. Na, jetzt lohnt sich das nicht in diesem Kampf.
Aber in einem anderen bestimmt. Was hat Schaden gemacht? Haha, und der Body Slam! Bestimmt auch! Oh nein! Das Kostüm war perfekt! Bowser hat es so gefallen! Wie die Räder abfallen. Boah, Alter, wie weit fällt das? Jetzt kommen die Koopa-Brüder! Oh oh. Geht's direkt los? Oh, was zur Hölle? Prima, Stadtmusik kann noch einmal. Okay, Mario, koste hiervon! Oh nein. Unsere Spezialität! Super Wirbelattacke! Oh, 4! Oh no. Was macht denn jetzt? Oh Gott. Die Musik ist aber cool. Okay, ich brauche dringend Koopario. Er muss mir helfen. Kumpel! Die Koopa-Brüder. Sag mir mehr von denen. Die Koopa-Brüder haben einen Koopa-Turm geformt, wie es aussieht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter. Ich bin mir nicht sicher. Solange sie in dieser Form sind, können sie eine Wirbelattacke ausführen. Schlag sie mit dem Hammer, damit sie aus dem Gleichgewicht kommen. Danach wird sie jeder Angriff umwerfen. Setzt du eine Explosionsattacke ein, kannst du sie alle gleichzeitig zu Fall bringen. Der Kampf ist so gut wie gewonnen, wenn du sie aufs Kreuz legst. Knöpf dir einen nach dem anderen vor. Okay, das wird also ein langer, komplizierter Kampf. Nein, keine Ahnung. Ich bin fast tot. Einmal, wenn die mich noch damit einmal treffen, bin ich down. Okay. Wir wechseln auf Bombette. Und Bombette macht die Bombe! Bringen sie alle zum Stürzen! Sehr gut. Sie liegen einfach nur auf dem Boden. Okay, okay. Wechseln auf Gumbario. Und du scannst jetzt jeden einzelnen. Ja. Wir machen ein komplettes Album raus. Okay, Asparago. Ja, ja, das Asparago. Er sieht genau wie ein normaler Koopa aus. Er ist nichts Besonderes. 5 KP, ein Angriff, eine Verteidigung. Er verfügt über ein bisschen Verteidigungskraft, aber wenn du auf ihn springst, landet er dennoch auf seinen Rücken. Lass ihn uns schnell umwerfen, ansonsten könnten die Brüder einen Turm bilden und ihre Spezialattacke einsetzen. Oh oh. Oh no. Oh no. Okay, okay. Ich bin ganz ehrlich. Ich sollte mich eigentlich erstmal heilen, ne? Oh, die Musik geht auch schon auf den Nerv. Das ist. So, und jetzt mache ich was Unerwartetes. Ich mache Kopfnuss, damit er auf dem Boden liegt. Weil sonst machen sie wieder ihren Turm und dann bin ich komplett Geschichte. Oder machen die jetzt einen Turm? Die können trotzdem einen machen. Ach du. Trotzdem 3 Schaden. Aua. Ich habe keine Heil-Items. Kann ich mein Schäfchen einsetzen? Oder Donnerblitz gegen einen Gegner. Das macht One-Shot auf einen der 4 Gegner. Von Schäfchen hörst du natürlich weg. Das funktioniert nicht. Schäfchen wäre halt auch nice. Aber ich glaube, jetzt würde es noch nicht funktionieren. Oder? Boah, ich bin da wirklich. Ich bin wirklich sehr unsicher gerade. Ich kann den anderen nicht angreifen? Oh, das ist doof. Oh, das ist gerade wirklich doof. Mach den Ahornsirup. Gönn ihn dir. Lecker. Okay, Gumbario. Greif sie an. Bams. Dann kippen sie zumindest schon mal um. Nein? Ich habe ein Problem. Freunde, ich glaube, ich habe verloren. Was soll ich tun? Schäfchen? Vielleicht? Hä? Oh Gott. Es trifft nur ihn. Ja, Alter, es trifft nur ihn. Oh Mann. Nee, keine Ahnung, Mann. Das bringt nichts. Ich kann nichts machen. Ich könnte wechseln. Aber das will ich eigentlich nicht. Verdammt. Ich kann nichts anderes machen. Ich kann nicht mal Items einsetzen mit Gumbario. Sein Effekt ist jetzt auch wieder weg. Wie dumm. Ich hab's zumindest geblockt. Ich lebe noch.
Nee, ich glaube, das muss ich neu starten, du. Ja, ja, dun. Was soll ich bitte machen? Ich komme mal nicht an dem vorbei. Nee. Da starte ich doch mal von vorne, glaube ich. Ja. Da starte ich neu. So, ich werde direkt am Anfang schon Schlag T einsetzen. Damit ich direkt mehr Power habe. Plus 2 auf Hammer. So, das gebe ich aber nochmal für euch. Moment mal, ich kann es nochmal erhöhen. Ich will erstmal wissen, wie viel Schaden mache ich jetzt eigentlich damit? Zumindest diesen Bowser-Fake. 3. Aber es erhöht um 2. Ha, okay, das ist. Okay. Okay, ich glaube, ich kann einfach von hier aus weitermachen. Das glaube ich auch nicht so schlimm. Sorry, dass das hier so enden musste. Ich kann zum Glück einfach mal B gedrückt halten, dann gibt das jeden einzelnen Text im Spiel. Das macht es zumindest einfach, hier durchzukommen. Mein Effekt ist weg? Das hört es nur einmal? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ne, dann ist der. Jetzt weiß ich, warum der so wenig ist. Der ist ja Rotz. Oh Mann. Wie blöd, dass ich den jetzt drin habe. Na gut, was soll's, ne? Jetzt kommen die Koopa Bros wieder. Und ich werde, wie gesagt, wieder mal direkt wechseln. Und ein Treffer. Oder nein? Oder doch? Oder nein? Ich überlege gerade, will ich das? Ich glaube, den Koopa-Turm, den scanne ich einfach gleich. Die werden ja sowieso nicht noch einmal. Oder? Andererseits will ich ihn hinter mir haben. Andererseits mache ich so viel Schaden, dass... Nein, das ist eigentlich keine Option. Wartet mal. Mach mal einen Body Slam. Das kippt dir direkt um. Bam. Ne? Hab ich recht? Oh, wir kippen. Was? Die kippen immer noch nicht? Muss ich nochmal hauen. Mit dem Hammer, nicht mit dem Sprung. Okay. Die können sich jetzt nicht bewegen. Das heißt, die Runde nutze ich, um Gumbari herzuholen. Und Gumbarius scannt schon mal Asparago. Den kennen wir schon. Das gebe ich also. Ding, 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 ding. Jetzt müssen wir aber den Koopa Tower nochmal neu scannen. Das nervt mich halt gerade. Okay. Wisst ihr was? Wir haben ihn ja sowieso schon gescannt. Donnerblitz. Weg mit dir, Kumpel. Bam! Blitz hat ihn getroffen. Er ist schon mal down. Okay. Du scannst schon mal Citronello. Ja, das ist Citronello. Erinnert mich ein wenig an Limonade. Ist das nicht komisch, mitten im Kampf an sowas zu denken? Naja, 5 KP, ein Angriffskraft, eine Verteidigung. Er fügt aber ein bisschen Verteidigungskraft, aber ja, ist genauso wie die anderen. Okay. So, die bauen sich wieder auf. Diesmal habe ich aber mehr Leben übrig. Diesmal bin ich schlauer. Nein! Ach, ich hab zu früh gedrückt. Verdammt. Ich halte nicht mehr so viel aus. Ich habe noch einen Pilz. Ich sage euch, ich habe noch einen Pilz. Da. Aber noch möchte ich ihn noch nicht verwenden. Ich scanne erstmal und dann haue ich drauf. So. Dann haben wir den nämlich auch schon mal gescannt, den Tower. Genau, perfekt. Und wenn ich einmal mit dem Hammer raufhaue, sollte er umkippen. Hoffentlich. Oder zumindest sollte er wackeln. Er wackelt, okay. Könnt ihr jetzt schon angreifen? Jetzt mal sehen. Die können auch angreifen, Alter. Das heißt, wir müssen direkt... Oh Gott, wir müssen direkt kippen. Boah, der Kampf ist sehr schwer. Okay. Alles klar. Nein! Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich kann den nicht kippen. Das bringt ja nichts, was ich... Okay. Ich bin gerade überfordert. Oh no. Ja, ich stelle erstmal Leben zurück. Dann wechsle ich. Auf wen wechsle ich? Ich muss wechseln jetzt. Das bringt nichts. Ja. Auf. Ist eigentlich egal, oder? Dann machen wir mal Bombett.
Machen wir mal bald einfach mal. Wenn ich das hier kontern könnte. Das wäre so eine Hilfe, wenn ich das könnte, aber ich kann es einfach nicht. Verdammt! Mann! Okay. Du! Ich soll ja einen Bodengegner trifft. Nur noch Body Slam. Machen wir erstmal nur Body Slam. Ich weiß nämlich nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich will meine BP jetzt noch nicht verschwenden. So, jetzt kippen die, ne? Boah, wir kippen. Jetzt der Hammer. Und sie fallen um. Okay. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Das läuft hier nicht. Läuft hier nichts nach Plan. Powerhüpfer. Damit wir ihn schon mal auslöschen können. Wenn ich mich denn auch gut anstellen sollte. Oh Gott, Gott sei Dank. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wechseln. Gumbario. Die stehen wieder auf und bauen sich wieder auf, oder? Die bauen sich nicht auf. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Zeit für ein Schäfchen. Wie wollen sie sich aufbauen? Wenn sie schlafen. Haha. Was? Aber vorhin hat es doch funktioniert. Was zur Hölle? Ist das dein Ernst? Oh Mann. Das ist Melanzano. Schwarz scheint in zu sein. Ansonsten ist er genau genauso wie die anderen. Okay. Oh nein. Das ist gar nicht gut. Ah, er macht die 2 Schaden. Schon gut. Aber es. Oh, ja, ich hab's geblockt. Oh, Freunde. Wir haben trotzdem ein Problem. Ich muss wechseln. Ja, wechseln. Und ja, das bringt jetzt halt nichts. Der Bodyslam, der wird nichts verändern hier in dem Kampf. Die wackeln zwar, aber die sind nicht umgekippt. Jetzt greifen die wieder weiter an, ne? Das ist so dumm. Ich kann doch zumindest kurz dann oder sowas. Irgendwas. Ah ja, nächster Treffer bin ich tot. Aber scheinbar können die außer dem Tower nicht angreifen. Das sollte ich auch in Betracht ziehen. Okay. Was mache ich jetzt? Ich weiß, was ich mache. Body Slam, damit sie kippen. Boah, ist wirklich schwerer Kampf hier, ne? Warum? What? Ist das nicht dein Ernst, oder? Hä? Warum? Hätte ich jetzt einen anderen Orden ausgerüstet, ne? Trockenpilz hält nur ein. Aber ich muss ihn jetzt verwenden. Schmeckt überhaupt nicht. Ja! Geblockt! Gut. Okay, warum hat das gerade nicht gezählt? Habe ich das Timing verkackt? Okay, ich glaube, ich habe einfach das Timing vorhin verkackt. Sorry für den Schrei, aber ich habe mich gerade voll gewundert. Stirb! Jetzt möchte ich noch einzeln killen. Okay. Okay. Wait. Wir wechseln auf Gumbario. Gumbario scannt den letzten Heini da hinten. Scanner. Ja, das ist Pomodoro. Er ist der Anführer der Koopa-Brüder. Aber alles in allem ist er auch nur ein Koopa. Er ist genauso wie die anderen. So, nächste Runde. Kill ich den Dude vorne. Bitte, bitte. Verkack's jetzt nicht. Bitte. Sonst haben wir verloren. Okay, okay. Was macht er jetzt? Haut er jetzt ab? Greift er an? Was macht er? Greif ihn an. Oh, schön, schön. Wir haben gewonnen. Er kann nichts mehr ausrichten. Oh mein Gott, ich sollte mich für den nächsten Bosskampf besser vorbereiten. Am besten mit mehr Items und besseren Orden. Oh Gott. Aber wir haben es geschafft. Dieser Kampf war mir auf jeden Fall eine Lektion. So. Jetzt gibt's aber erstmal. Was gibt's erstmal?
OP-Anzahl. Ist das für Orden? Ich nehme das mal. Falls es für Orden ist, wäre das sehr hilfreich. Wow! Boom. Koopa-Brüder sind Geschichte, sind jetzt in ihrem eigenen Gefängnis und haben es zugebaut. Hey, hallo, lasst uns hier raus! Warum ist ein Bild von Peach? Lol. Wen haben wir denn da? Wir haben einen der Sterne gerettet. Und es ist? Welcher ist es? Der Opa! Warum ist er in eine Karte verwandelt worden? Eine Sammelkarte. Sammeln wir doch mal ein. Dann setzen wir doch direkt mal ein. Perfekt. Und das war Kapitel 1. So besiegt Mario seine Freunde, die Koopa-Brüder, und retteten einen der edlen Sterne. Doch noch immer werden 6 der Sterne vermisst und warten voller Hoffnung auf ihre Rettung. Die Zukunft des gesamten Königreiches des Sternenhafens und natürlich der Prinzessin liegen in den Händen von Mario und seiner neuen Freunde. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Beim nächsten Mal geht's auch direkt weiter.